große Verluste erlitten haben, dass ihnen Hilfe zuteil werden soll. Und diese Hilfe. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte am Samstagmittag zusammen mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Erftstadt. Der Ort wurde von der Flutkatastrophe besonders schwer getroffen. Vor den Mikrofonen drückte Steinmeier den Betroffenen sein Mitgefühl aus, während im Hintergrund Armin Laschet plötzlich fröhlich witzelte. Die große Verluste erlitten haben, dass ihnen Hilfe zuteil werden soll. Und diese Hilfe, die zugesagt ist, soll auch gelten für die Gemeinden, die in den nächsten Tagen und Wochen nicht nur aufzuräumen haben, sondern die vieles wiederherzustellen haben. Straßen, die kaputt sind, Brücken, die verloren gegangen sind. Und deshalb ist es gut, dass solche Unterstützung zugesagt ist. Beim Kurznachrichtendienst Twitter stößt das Verhalten von Kanzlerkandidat Armin Laschet bei einigen Nutzern auf Unmut. TV-Moderator Glashäufer Umlauf schreibt: Huhu, der Typ, der sich da im Hintergrund kringelig lacht, während der Bundespräsident über die Flutkatastrophe spricht, will übrigens Kanzler werden. Junge, Junge. Ein anderer Nutzer schreibt: Maximal pietätlos. Ein anderer kommentiert: Okay, das ist zum Schämen. Auch aus anderen politischen Lagern erntet Laschet für sein Verhalten kritische Worte. Udo Bullmann, Europabeauftragter der SPD, schreibt: Laschet ohne Stil. Verantwortung in kritischer Zeit sieht anders aus. Am Samstagmittag stieg die Zahl der Todesopfer durch die Flutkatastrophe auf mindestens 141 Personen an. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Während mancherorts schon die Aufräumarbeiten begannen und an einigen Stellen die Pegel leicht zurückgingen, blieb die Lage am Samstag in vielen Regionen angespannt. Ja.